Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Yeah! So, im letzten Part waren wir das erste Mal bei Phil Bell, haben da eine Mission gemacht. Und dann habe ich einen Intruder zurückgebracht für Stevie. Da bin ich zuerst von der Polizei verhaftet worden. Das erste Mal in dem Spiel. Und deshalb musste ich mir nochmal neue Waffen kaufen. Das hat, glaube ich, $20.000 gekostet. Habe ich da ausgegeben, aber das meiste nur von der MP5 und von der M4. Wir haben eine neue SMS von Stevie bekommen und das nächste Auto ist der Banshee, oder dieser Banshee, ja, der Banshee. Den habe ich irgendwo vor meinem Haus stehen auf jeden Fall, aber ich werde zum Standort hinfahren, damit ihr sehen könnt, wo der immer steht. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Telefonschalter, denn wir können ab jetzt die Antenna-Mission machen und deshalb gehen wir direkt mal hin und nehmen den ersten Auftrag entgegen. Hello. I'm a friend of Phil's. Nico Bellic. I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. There's some heat on this one. The target is at the police station in Leftwood. Dein Kontaktmann wird dir für jeden Job Waffen und kugelsichere Westen zur Verfügung stellen. Ja, da liegen sie. Begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Na toll, im Polizeirevier oder was? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Alter. Okay, na toll, jetzt habe ich mir natürlich eine Schutzweste gekauft. Und ich habe mir eine Schrotflinte, aber ist eine andere geholt. Das soll ja eine Schrotflinte sein, oder? Wo hier liegt. MP5 habe ich mir gekauft. Oder SMG, wie sie hier heißt. Und Karabiner M4. Ein Molotow-Cocktail und davon dieser Pistole. Aber egal, so. Was ist denn da? Achso, ich dachte, da liegt Geld. Es war nur was Grünes zu sehen. Ja, im letzten Part sind wir auch sehr oft von Anrufen und SMS unterbrochen worden. Aber sehr nervig. Habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Es tut mir leid dafür. Taxi. Ich habe gedrückt gehalten. Da holt er den scheiß Taxi. Verdien noch mal Geld, Penner. Okay, ich dachte, er läuft mir hinterher. Dann hätte ich ihn direkt kalt gemacht. Hab sein Taxi nochmal überlassen. So, das erste Opfer. Mal schauen, wie das so klappt, weil ich will noch ein paar andere Nebenmissionen in den Part bringen. Weiß aber noch gar nicht was. Gucken wir jetzt erstmal, wie das so klappt. Halt die Zielperson aus, die das Polizeirevier verlässt. Wow. Das war's, oder? Alter! Alter! Ihr dreckige Spasten! Da kann ich wieder ausflippen. Ey, die Mission war schon fertig. Und was macht der Penner? Er knallt mich einfach ab. Ich habe die Zielperson ausgeschaltet. Okay, jetzt sind wir ja eigentlich hier. Also wir haben ein Polizeiauto. Ich rufe den Auftraggeber jetzt nochmal an, weil der Anruf unterbrochen wurde wegen dem Spasti da. Ja, toll. Super. Klasse. Ja, haben wir das natürlich nicht mitbekommen. Aber egal. Das wäre ja sowieso nur eine Bestätigung gewesen. Ich würde sagen, wir machen mal hier, gerade wo wir da sind, einen meistgesuchten. Wie haben wir denn? Oh, denn da haben wir noch alle zu machen. Na, jetzt habe ich seinen Namen nicht gelesen. Will das jetzt alles zu schnell machen, wo es eigentlich sinnlos ist, weil ist ja eigentlich scheißegal, wie lang das geht. Muss ja eh alles gemacht werden. Will halt die Nebenmission sehr schnell bringen, damit ich nicht zu viel auf einmal machen muss, aber das ist eigentlich sinnlos. Aber ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt geht das Let's Play schon länger als GTA San Andreas, also bei mir. Allerdings nur von der Zeit her, von den Parts ist das viel weniger. Das müsste Part 78 sein und GTA San Andreas ging 125 Parts lang.
Aber das war auch mein erstes Let's Play San Andreas und zu Beginn konnte ich halt nicht länger als 15 Minuten hochladen. Und das hat bei mir sehr lange gedauert. Beziehungsweise hat es gar nicht gedauert, bis ich das freigeschaltet bekommen habe. Denn ich habe es gar nicht freigeschaltet bekommen. Ich habe dann durch meine Handynummer das aktivieren lassen. Und das konnte man da zu dem Zeitpunkt denn, nämlich. Und deshalb waren das so viele Parts. Also das Let's Play geht jetzt länger als San Andreas und ist noch lange nicht vorbei. Wie viele Prozent haben wir denn? Ja, wir haben ja 60%. Also ich dachte, San Andreas ging schon lange. Und das ist natürlich jetzt dumm. Habe ich gerade meistgesuchten ausgesucht, wo viele sind. Und ich habe nur 10 Schuss. Und ich habe natürlich keine Schutzweste. Und weil ich gedacht habe, ich probiere jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich Glück und es ist dann leichter. Aber nee, da muss natürlich eine ganze Gang auf mich warten. Ich habe auch nicht mehr viel Schuss von dieser hier. Und ich habe nur einen Molotow-Cocktail, weil in dem Waffengeschäft habe ich keine Granaten gefunden. Habe ich mir zum Spaß einen Molotow-Cocktail gekauft. Und den benutzen wir jetzt mal. Ob das klappt? War das gut? Die sind auf jeden Fall weggerannt, aber ich glaube, ich habe sie nicht getroffen. Die schießen auf jeden Fall. Oh, okay, Deckung. Seid ihr da? Ne, sie sind da nicht. Sind die abgehauen? Oh, da brennt's. Oh, den habe ich. Da ist doch einer. Alter, geil. Habe ich die doch fertig gemacht mit dem Molotow. Alter, hier explodiert alles. Das war eine gute Idee, würde ich mal sagen. Geil, der hat sich auf die Fresse gelegt durch die Explosion. Geil. Kein Stern, sehr schön. Munition habe ich auch nicht so viel verschwendet. Ey, das ging richtig gut. Muss ich nur noch zu meinem Polizeiauto, damit ich den nächsten machen kann. Wow, da liegt noch was. Sehr schön. Ich glaube, das habe ich. Ja. Yep. Das habe ich nicht, aber jetzt. So, Polizeiauto. Das habe ich doch hinten irgendwo geparkt. 7 Minuten 49. Ja, es gibt halt nicht so viele Nebenmissionen mehr als in San Andreas. Aber die dauern halt alle so lange irgendwie. Die ganzen meistgesuchten, die ganzen Gangaktivitäten und so. Also aktuelle Verbrechen hat sehr lange gedauert. Und deshalb geht das Let's Play schon so lange. Ich habe über 23 Stunden oder so. Krass auf jeden Fall. Bin mal gespannt, ob es 100 Parts werden. Ich glaube schon. Aber wie gesagt, wir haben fast 60%. Wir haben aber schon ein bisschen mehr, da wir ja schon viele Nebenmissionen begonnen haben. Und dann bekommt man am Ende erst die Prozentzahlen dazu gerechnet. Die Hauptmissionen werden, glaube ich, 60% insgesamt. Also, wenn ich jetzt schon 60% habe und das meiste sind die Story-Missionen, heißt, die Story ist bald vorbei. Aber das wisst ihr ja, ich wiederhole mich so oft. Das habe ich auch alle schon gesagt mit den Prozentzahlen, dass man die erst am Ende bekommt. Aber, ist irgendwie klar, wenn man so viel labern muss, dass sich da manches wiederholt. Boah, das wäre jetzt fail gewesen, da runterzufahren. So, ja, weiß ich jetzt noch nicht, vielleicht... Na toll, na toll, na toll. Weiß ich noch nicht, ob ich jetzt nur das meistgesuchte bringe. Aber das wäre mir ein bisschen zu viel. Beziehungsweise wäre es mir zu stressig. Weil ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Wenn ich mir nicht unterwegs eine Schutzweste hole. Das wird nämlich schon wieder knapp. Ich habe mich auch dumm hingestellt. Versuche ich da mit dem Drive-By das zu machen. Ich Idiot. Wo das Ziehen sehr scheiße ist. Und natürlich werde ich auch getroffen, wenn ich im Auto sitze. So, das geht schon viel besser. Okay. Das war der. Wo sind die denn? Die sind da. Schieß. Jawohl. Wow. Hör auf. Komm, komm, komm. Ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wow. Ich habe mich übersehen. Na? Möchtest du? Muss Onkel Nico dich mit dem Sniper erledigen? Möchtest du das wirklich?
Er möchte das wirklich. Tut mir leid. Er hat sich ausgesucht. Und was mit dir? Kollege? Kollege Roter Pfeil? Er möchte... Wow. Das war ein Fail. Geil. Da muss ich mir erstmal eine Schutzweste einsammeln oder kaufen. Ich glaube, ich kaufe mir sie. Lieber. Oder ich mache eine Attentätermission. Das wäre aber auch dumm eigentlich, oder? Ja, weil wäre ein bisschen einseitig, weil das ist nichts anderes eigentlich. Missionen sind so viele gleich, heißen nur anders. Weil was ist jetzt ein Unterschied zwischen Attentätermission und Polizeimission als meistgesuchte? Einfach irgendwie Auftrag entgegennehmen und dahin fahren und die Zielperson erledigen. Fertig. Und das ist alles so gleich. Aber soll mir Schnuppe sein. So, was können wir denn machen? Vielleicht ein paar Monster-Stunts. Ich muss kurz auf die Karte schauen, wo da in der Nähe welche sind. Wo sind wir denn da? Da ist eine Taube. Aber auf die Tauben scheiße ich jetzt, weil es mir jetzt egal. Das sieht gefährlich aus. Ah, daran kann ich mich erinnern. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil ich bald tot bin. Und das ist natürlich dumm. Ah, das ist ein Monster-Stunt, okay. Nee, ich bin falsch, oder? Jetzt war ich nicht oben oder unten. Hä, was war das? Er muss kurz mal da hochfahren. Ich denke, der ist da oben irgendwie. Ach Quatsch. Nein. Da war ich auf die Autobahn. Was ist das denn für eine Abfahrt? Für eine Brücke. Krasser Scheiß. Als ob man sowas baut. Sieht ein bisschen abartig aus. Kann man voll Gas geben. Und, wird das was? Nein, das war so klar, das war zu viel Speed. Muss den Monster dann jetzt hier mal finden. Der ist da irgendwo. Dann ist der unter der Brücke anscheinend. Ey, wenn der jetzt da oben drauf ist und ich muss wieder hochfahren. Hä, wo hab ich mir denn was markiert? Ach, da! Ich dachte, das ist ja schon hier. Ich habe mich total verguckt auf der Karte. Egal. Ich glaube, da oben irgendwie. Ah, da. Da, so, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da rauf? Ich hasse sowas. War ja schon mal meist gesucht da oben drauf, wo ich nicht weiter wusste. Ist das, ach, da gibt es doch irgendwie so Lifts, oder? War das nicht irgendwie? Ja, und da soll ich jetzt... Nee, der ist zu weit weg. Das dauert zu lange, bis, um dahin zu kommen. Deshalb... Ey, die Monster-Stunts sind hier alle beschissen gelegt. Da. Der ist natürlich jetzt auf der Brücke. Auf der Putsch. Toll. Ey, da war ich doch gerade eben. Ja, das meine ich mit den fucking Monster-Stunts. Wenn man sich nicht drauf vorbereitet, wie ich. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Dann dauert das einfach. Ich muss einfach eine Karte benutzen, wo die markiert sind. Wo ein Bild ist. Oder ein Video anschauen auf YouTube. Und wo die beschrieben werden, wie die zu machen sind. Und dann irgendwie 5 Stück aussuchen, wo... Oder 6, 7, keine Ahnung, die gehen ja dann schneller. Vor dem Paar dann aussuchen, schön auswendig lernen, wie in der Schule. Eine 1 bekommen und dann alle schön in den Part machen, hintereinander. Aber mit meinem können wir das sowieso nicht klappen, alles. Werde ich sowieso fehlen, obwohl ich weiß, wie die gehen. Aber das größte Problem ist halt, die zu finden. Nee, jetzt ist das unten oder was? Oder... Ach, fuck. Hab ich jetzt wack gesagt, nicht fuck. Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt ein Monster-Stunt? Ist das jetzt echt ein Monster-Stunt? Ich fahr einfach mal runter. Das war, glaube ich, ein Fail. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Yeah! Wenn ich sterbe, bin ich tot. Habt ihr sowas schon mal gehört? Was habe ich jetzt hier gemacht? Fuck, da muss ich natürlich wahrscheinlich Anlauf holen und dann voll an der Seite runterjumpen. Kann ich ja nicht wissen. Nico, bist du besoffen? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie mal in einer Mission. Dann versuchen wir es mal mit keinem Monster-Stunt. Dann probieren wir es mit... Fuck, wir machen jetzt eine Attentäter-Mission. Auch wenn es ein bisschen einseitig ist. Das tut mir leid für solche Parts, wo sehr gefailt sind von mir. Aber ich kann das ehrlich gesagt nicht ändern. Das ist so mein Stil. Gar nichts gut hinbekommen.
Und erstmal das Headset eben richten. Ich glaube, man hat's gehört. Egal. So, dann. Da habe ich schon wieder so viel Zeit verplempert wegen den fucking Monster Stunts. Nee, ich muss das echt so machen, wie ich eben gesagt habe. Muss mich einfach drauf vorbereiten. Jetzt wollte ich sagen, besser drauf vorbereiten, aber ich habe mich ja gar nicht drauf vorbereitet. Ey, Akku, okay, jetzt wollte ich sagen, ich habe ja keine Energie mehr. Aber der Typ gibt mir ja immer eine Schutzweste. Möchte hier allerdings jetzt irgendwie was Leichteres machen. Haben wir noch ein Rennen, aber das dauert auch zu lange. Ja, wir haben noch ein Rennen. Drogenlieferung, ich bin jetzt da zu weit entfernt. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Habe ich mich verfahren? Dumm. Ich weiß nicht, ich bin gerade mir überlegen. Ich habe ein bisschen Angst, nochmal zu sterben. So oft ist das mir nicht vorgekommen. Eigentlich habe ich die Mission meistens fehlgeschlagen. Deshalb musste ich die mal neu machen. Nicht, weil ich gestorben bin. Okay, ein paar Mal bin ich gestorben. Das seht ihr dann in dem Statistikvideo, Bonusvideo. Das wird so lang gehen, weil ich mittlerweile ja so viel laber. Das könnt ihr ja sehen an meinem 600 Abonnenten-Special, weil ich mittlerweile so viel laber. Und da gibt es auch so viel Statistik zu zeigen. Deshalb dauert das Video wahrscheinlich. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf die nächste Attentäter-Mission. Hey, is there anything you need done? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. Alles klar, begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Erstmal hier die Schutzweste einsacken. Und jetzt ist mir natürlich eingefallen, dass wir eigentlich noch ein Auto zur Garage fahren können für Stevie. Habe ich jetzt gar nicht überlegt. Wo ist das denn? Da fahre ich mit dem Taxi hin. Die geben mir. Der gibt mir eigentlich immer nur eine Sniper. Also können wir die locker mit dem Sniper alle erledigen. Also locker leicht, ohne was abgezogen zu bekommen. Abgezogen zu bekommen, ist das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Also das mache ich jetzt erstmal. Also jetzt wieder. Nee, nicht wieder. Eben habe ich nämlich nicht gemacht. Über den Tunnel, bleib stehen! Sack! Hol dein Geld. Was, was, was? Moment, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das ging mir zu schnell. Der Hubschrauber-Landeplatz befindet sich überhalb der Einfahrt zum Bowes-Tunnel. Schaltet 10 Personen aus, bevor sie entkommen. Fuck. Fuck! Wie jetzt? Wo ist das? Da, 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 da! Komm, 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 zieh, zieh, zieh! Wo ist er denn? Ah, da! Nein! Nein! Alter! Alter! Nein! Nein! Ich bin zu dumm dafür! Ich bin zu dumm für die Mission! Ich bin der dämlichste Depp dieser Welt! Nochmal! Ja, auch was, dass die entkommen ist. Ich hätte gerade noch mehr laufen müssen, noch mehr geradeaus. Kann ich irgendwie nochmal die Mission machen oder muss ich echt dahin fahren? Ja, komm, Auftraggeber, du Penner. Taxi, bleib mal stehen. Ja, komm, fick dich. Du bist mir zu dumm. Ey, mittlerweile jeder Part fehle ich total. Nee, da habe ich keinen Bock mehr. Da habe ich keinen Bock mehr. Da mache ich jetzt ein Auto. Benji war das. Wo, jetzt muss ich kurz auf der Karte schauen. Benji. Benji, ja, der ist da. Okay, da muss ich wieder ein bisschen fahren. Boah, das auf der Karte zu markieren, das ist echt anstrengend. Ich glaube hier. Wenn ich richtig geguckt habe. Taxi. Sorry wieder für die gefailte Mission. Hab's ja eben schon angesprochen. Meistens fail ich die halt nicht, weil ich sterbe. Aber weil ich zu dumm bin. Taxi. Da muss jetzt echt nicht wieder Roman anrufen, oder? Das war so klar. Ey, das Spiel verarscht mich total. Verpiss dich. So, da ist dein Taxi.
bin fast tot, aber immerhin haben die meistgesuchten geklappt in dem Part. Sonst eigentlich wieder nix. Geil, und deshalb dauert das bei mir so lange. Ups, die Nebenmission. Aber das Auto will ich auf jeden Fall noch zeigen. So. Was wollte ich jetzt hier? Achso, Benji. Ich schau mal die SMS an. Das sieht man manchmal, ja, die... Das Bild, also wo der Standort ist. Wo könnte das denn sein? Man muss nochmal auf der Karte schauen. Kann es sein, dass ich falsch markiert habe? Nee, eigentlich habe ich total richtig markiert. Was zum? Ihr wollt mich jetzt nicht verarschen hier. Wo ist der Benji? Kann nicht sein. Jetzt liegt's an euch. Also an dir, Spiel. Ich hab gefailt, jetzt fail du bitte nicht auch. Ah, da hinten steht er doch. War der eben auch schon, oder war ich... Oder war ich einfach wieder zu dumm dafür? Nico ist so langsam in Treppen laufen. Gib mal einen Hotdog. Das habe ich noch nie gemacht, ich brauche sowieso. Doch, ich habe glaube ich schon mal einen Hotdog gekauft. Aber es gibt sogar volle Energie, wusste ich gar nicht. Geil. Muss ich öfters mal benutzen. Ja, der ist schick in Rot. So, ich hoffe, ohne Polizei im Nacken. So, da haben wir immerhin das Auto noch zurückgebracht. Also dahin gebracht. Meine Fresse. Das müsste Nummer 6 sein von 30. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Wer hat mir gesagt, ich soll 100% spielen? Oder beziehungsweise 100% auch zeigen. Nee, zeige ich ja auch eigentlich gar nicht. Halt nur die Aktivität mit den Freunden lasse ich außen vor. Weil es halt langweilig ist. Sorry, das gibt wieder Geldabzug. Ah, dann wird es als Let's Play ja noch länger gehen, wenn ich immer mit den Freunden was unternehmen werde. Würde. Egal, denkt euch einfach, wie der Satz richtig auf Deutsch zu Ende geht. Boah, der Bench ist zu schnell für mich. So, da muss ich hoch, ja. Okay, geil, 22 Minuten, ne? Weil ich total gefailt habe bei der Attentäter-Mission. Ach ja, wir haben ja eine Attentäter-Mission immerhin absolviert. Und Monster ist dann zu unnötig gesucht. Warum habe ich mir die auf der Karte angeschaut, wo die sind? Hätte doch lieber eine Drogenlieferung machen sollen. Oder die... Ich habe mich jetzt nicht verfahren. Oder war das GPS wieder... Das GPS war wieder zu... Ups. GPS war wieder zu dumm. Hat mir da irgendwie eine Scheiße angezeigt. Das macht es öfters hier bei dem Kreuz. Da bin nicht nur ich verwirrt da. An der Kreuzung. Auf dem Autobahn. Auf der Ausfahrt da. Aus dem... Gewirre. Das Gewirre, ist das ein deutsches Wort? Ich weiß nicht. GPS ist auch auf jeden Fall total verwirrt. Ja, jetzt habe ich das noch natürlich noch mal verbeult, gerade die ganze Zeit. Das gibt wenig Geld für das geile Auto. Bin mal gespannt. Gibt bestimmt so 20.000, 15.000 normal. Oder 20. Okay, fast 20.000, das hätte dann bestimmt 25.000 oder 30.000 gegeben. Okay, sorry für den gefehlten Part. Next Part, mal schauen, ob ich da wieder nur Nebenmissionen machen werde. Oder ob ich wieder eine Story-Mission bringe. Okay, also das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.